Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships und mal wieder auf dem Bresa-Account. Und heute zocken wir mal die Kitakami oder wie ich ihn gerne nenne, den Torpedo-Spammer. Man kann es eigentlich echt so nennen. Das Ding hat 20 verkackte Torpedos pro Seite, ist aber kein Destroyer, ist ein Cruiser und hat leider auch dadurch, sag ich mal, die Nachteile von Cruiser, von einem Cruiser. Und ich glaube, diese Oberfläche, falls sich Leute jetzt da schon wundern, ist, glaube ich, nicht final. Ich glaube, da wird noch was geändert, weil die sieht echt sehr plastikartig aus. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, ich wollte gerade eigentlich Yamato aufnehmen, weil ich gedacht habe, ja, okay, komm, mache ich jetzt doch mal ein Yamato-Battle. Yamato wurde so oft gewünscht, wobei ich das nicht nachvollziehen kann. Yamato ist zwar nicht schlecht, aber hallo, Yamato. Ihr Shimakaze, ja, das ist der wirkliche... Wie nennt man das? Underdog? Undertaker? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Naja, deswegen nehmen wir heute jetzt gerade die Shima, die Kitakami, weil ich mit der Yamato kein Battle finde. Es ist nämlich noch nicht mal 12. Und daher kann das durchaus passieren. So, guck mal kurz, ob ich hier noch die Sachen drin habe, die ich drin gemacht habe. Ja. Das scheint mir nicht meine Modifikation zu sein, die ich ausgewählt habe. Weil man sagen kann, die Geschütze sind auf dem Ding leider ziemlich unnütz. Also ähnlich wie den Destroyer. Ja. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl. Es sind halt auch nur drei Geschütze, die jeweils nach vorne schießen können. Wobei man eigentlich davon ausgehen kann, dass eigentlich nur immer drei ja, schießen können. Naja, viel Gedaddel, wenig tun. Wir starten aber mal ins Battle, ich hoffe da. Wobei, ja, sollten dann, denke ich, schon ein Match kriegen. Bei 7er war gerade einiges los. Und wird vielleicht kein volles Match, aber naja, umso besser. Wenn ich jetzt nicht in Hightier komme. Ich meine, in Hightier war ich jetzt noch nie. T10 wird dann sicher relativ oft mit dem Ding passieren. Aber ja, war ich halt noch nie, weil es noch nicht genügend T10er gibt. Wer hätte das wohl gedacht? Und ansonsten, mir gefällt das Schiff mehr oder weniger, und wer sich jetzt denkt, wow, 20 Torpedos pro Seite, what the fuck, WG, ihr habt einen OP-Scheiß produziert, das stimmt nicht, nee, was haben wir denn hier, ja, Kongo sieht gut aus, ist genau die Tierklasse, auf die ich gerne Torpedo schieße, ah, ist die schon mal jemand beschwert, oder war das mit der Shimakaze? Ich weiß es gar nicht. Shimakaze, sorry. Ja, das Problem ist einfach, das Hauptproblem, sage ich jetzt mal so, aus meiner Sicht, ich habe damit schon einige Battles gewonnen, echt einige, um das Ding einfach zu testen, weil von den Daten her, von den 20 Torpedos war es einfach viel zu verlockend und dachte auch so, boah, eigentlich muss das Ding ja OP as hell sein. Das muss ja richtig viel Bock machen. Muss aber leider sagen, so viel Bock macht es gar nicht, weil die Geschütze echt Schrott sind teilweise, also die sind nicht schlecht, aber ich würde hier tatsächlich nicht auf die Geschütze gehen, weil man einfach gar keine Zeit dafür hat, weil es halt nur, ja, in dem Fall drei Geschütze sind, die man gleichzeitig benutzen kann, das heißt, es lohnt sich da einfach nicht auf Geschütze zu gehen. Dreh die mal nach da, das sieht viel schöner aus. Torpedowerfer, nein, nach da. Übrigens eine schöne Map. Das sieht aber genial aus. Eigentlich müsste ich das mit der Seite machen. Ne? Ja, dann spiegel ich das einmal. Schlaue Leute werden gemerkt haben, dass ich die letzten zwei Thumbnails auch gespiegelt habe. ja, ich weiß es nicht. First A and B, okay. Ja, ich werde auf jeden Fall darüber fahren, weil ich werde da jetzt auf... Ich werde auf jeden Fall nicht alleine fahren. Und jetzt zurück zu den Problemen. Und zwar, wie ihr seht, ist es ein Cruiser, also ein Kreuzer. Und dadurch, dass es ein Kreuzer ist, hat er keinen Nebel. Und einer der großen Vorteile halt bei den Destroyern ist, die können reinfahren. Zum Beispiel, wenn wir jetzt bei B, da ist ja... Ich weiß gar nicht, ob man das... Doch, ich glaube, das ist der Berg, oder? Ja. Da könnte man jetzt da drauf fahren, cappen und ja, wieder zurück. Oder reinfahren, cappen und wenn es Probleme gibt, das heißt, wenn irgendjemand auftaucht, dann könnte man zur Not mit dem Dingens reinfahren.
mit dem Dings reinfahren. Dann könnte man zur Not die T drücken, also Taste T drücken und dann die Smoke Bombs ja raushauen oder Smoke, ich weiß nicht, so Smoke Screens, ich keine Ahnung, wie man sowas nennt. Und das geht halt beim Cruiser halt nicht, logischerweise. Also der hat halt keine Smokes. Und das macht das Ganze, finde ich, ziemlich schwierig, weil man halt die ganze Zeit sehr passiv spielen muss. Man muss sehr aufpassen, weil wenn man halt irgendwie groß getroffen wird oder so, dann sieht es meistens relativ schlecht aus. Und man muss halt rankommen an den Gegner, was auf manchen Maps leider nicht ganz so gut geht. Auf manchen anderen ganz gut. Und ja, man hat ab und zu nur einen Versuch auf den oder den Gegner dann mit Torpedos zu behagen, weil wenn das nicht klappt, dann ist man halt quasi tot, weil man nicht mehr wegkommt. Und das ist halt echt blöd bei dem Ding, dass es halt ein Cruiser ist und kein Destroyer. Weil dadurch fehlen halt die Destroyer-Vorteile. Außerdem ist es weder, wobei so schnell ist es, glaube ich. Ich glaube, 38 schafft das Ding auch. Aber es ist halt nicht so flexibel, mobil. Ohne Pensacola. Die Pensacola zum Beispiel ist sehr, sehr gefährlich, weil die jetzt schießt einmal. What? So schnell, die macht einfach verdammt viel Schaden dadurch. So, normalerweise würde ich jetzt Smokes raushauen und dann, ja, halt irgendwie dahin fahren. Geht aber nicht. Ich komme da nicht ran. Gibt eine Lösung jetzt. Ich feuer Torpedos ab. Aber wie ihr seht, die ist schon relativ weit. Das Schöne ist, die Torpedos, die kann man. Es gibt quasi so viel Torpedos in meinem Dingen hier, dass ja ich alles oder das sehr, sehr schlecht ausweichen kann. Mein Schüssen schafft das. Ich will, glaube ich, auf die Mio gehen, dann hier. Ich weiß nicht. Ich weiß natürlich nicht, ob da mehr ist, aber da hinten sind schon fünf. Ne, vier. Und so viel kann er ja gar nicht mehr sein. Und wie gesagt, die Geschütze, ich finde sie nicht unbedingt so schlecht, aber sie sind halt für einen Kreuzer, finde ich, schlecht. Für einen Zerstörer werden sie gar nicht so schlecht, aber für einen Kreuzer und es sind halt nur drei Geschütze. Das ist halt auch nochmal so eine Sache. Ich weiß gerade leider nicht, wie viel Kilometer Reichweite ich habe. Ach, warte mal, hier kann ich es sehen. Das ist übrigens sehr schön auf der Minimap, kann man den Radius sehen. Das habe ich anfangs überhaupt nicht gecheckt. Oder ich wusste es halt einfach nicht. So, ich werde jetzt mal C einnehmen. Aber ich glaube, so spannend wird das Match, glaube ich, auch nicht mehr. Hier sind nämlich alle da hinten und in meiner Torpedo-Reichweite ist es nicht. Problem natürlich auch, bei so viel oder bei so einer Entfernung, was Torpedos angeht, ja. Ist die Wahrscheinlichkeit, denke ich, ja, relativ gering, dass da halt irgendwas getroffen wird, weil die haben so viel Zeit zum Ausweichen. Das ist fast schon unrealistisch, wenn sie das nicht schaffen würden. So, ja, die Kongo kommt hier hin. Die Amagi steht noch rum. Der Kongo könnte ich mir theoretisch jetzt die Torpedos entgegenschicken. Auch wenn ich die noch nicht in der Reichweite habe. Ich habe das Ding hat 10 Kilometer Reichweite. Waren wir jetzt gerade nicht mehr ganz so bewusst wie viel. Aber da seht ihr es halt, zum Beispiel jetzt, der dreht einfach nur um die Kurve, ja. Und will wahrscheinlich, vielleicht bin ich sogar offen. Ne, bin ich nicht. Er dreht einfach nur um die Kurve. Und da seht ihr, hätte ich glaube hier erst abgefeuert, wäre daraus überhaupt nichts bekommen. Weil einfach, weil die Entfernung zu hoch ist. Das ist, der hat da noch so viel Spielraum quasi. Das bringt halt nichts. So, da ist die Mio. Ne, Mogami ist es. Ich dachte schon, eine Miyogi wäre ja echt schon krass. Ich würde es fast gerne auf die Kongo warten, wobei auch die Amagi kommt und die Mogami mir eigentlich am meisten Sorgen macht. Die fährt jetzt nämlich hier ran. Ich könnte natürlich. Oh, das ist aber sehr riskant. Ich habe gerade überlegt, na, vorfahren nach dahin, Torpedos auf Kongo und dann vorwärts und versuchen, die Mogami auszusehen. Ich bin halt jetzt von zwei Seiten. Werd jetzt von zwei Seiten attackiert. Oder warten, bis die rankommen, bis auf 6 Kilometer oder so und dann die Torpedos. Ja, das ist das Problem. Ich bin jetzt relativ deep drin. Und hab hier relativ wenig Support. Ich überlege gerade, ob die Fuso hier entfernt. Die Fuso, die Amagi. Ja, jetzt bin ich am Arsch. Ja, wenn ich Glück hab, fährt die. Am
machen wir es einmal. Das hört sich übrigens total geil an. Oh, fuck. Ja, den habe ich auch nicht gesehen. Ach, scheiße, das gibt's doch nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm gehabt, dass die nochmal eben eine Dingens haben. Na, in Kongo irgendwo über. Ja, das ist halt leider echt das Problem. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halte. Die Vorstellung von so viel Torpedos gefällt mir ganz gut, aber die Umsetzung oder so wie das Schiff halt ist, gefällt mir eigentlich eher weniger. Weil man einfach sehr weak ist, könnte man sagen. Die Armagier hat eigentlich keinen Sinn. Ja, da seht ihr das. Jetzt bin ich schon so gut wie tot. Denke, die Kongo wird mich sogar noch wegziehen. Und ja, wie gesagt, mir gefällt das Schiff eigentlich ganz gut, aber eigentlich halt auch irgendwie nicht, weil heutzutage oder zurzeit sind die Battleships in dem Spiel so defensiv, da kommt einfach gar nichts mehr rum. Man kann eigentlich nur hinten rumstehen und warten, dass irgendwer halt die Fresse außen. Mein Gott. Man kann halt eigentlich nur warten, dass irgendein Gegner irgendwas blöd macht oder so und dass man dadurch dann Damage bekommt. Aber ansonsten, ja, stirbt man halt. Wie gesagt, das ist halt das Problem. Ich weiß nicht echt nicht, was ich davon halten soll, weil an sich Torpedos ist ganz gut, die Geschütze sind auch nicht gar nicht so schlecht, wobei für einen Kreuzer schon echt scheiße. Aber dadurch, dass es kein Zerstörer ist, ich weiß nicht, wie ich mit den Torpedos dann arbeiten soll. Ich bin weder so wendig, noch habe ich den Smoke zum Abhauen. Und ja, ich meine, 10 Kilometer Reichweite ist zwar schön, aber auf 10 Kilometer Reichweite einen Gegner zu haben, der sich kein Stück bewegt, das wird schwieriger. Ich bin ja natürlich, denke ich, auch ein bisschen zu aggressiv reingefahren, aber es ist halt leider, denke ich, so eine Map, da muss ich nah ran, um überhaupt, oder, ja, es ist halt, ich komme nicht gut nah ran und hier haben wir halt wieder leider einen großen Battleship-Anteil, der leider echt ziemlich defensiv ist, wie zum Beispiel hier. Hinter der Ecke noch am, oder der da, oh, was macht der denn da unten, der Funky da? What the fuck? Kann ich überhaupt auf den schießen? Ah, doch, denke schon. Ja, das ist halt ein bisschen schade. Ich denke, ich werde gleich noch ein Game dranhängen, was vielleicht ein bisschen kürzer ist, hoffe ich. Deswegen mache ich das hier mal zu. Wir haben ja sowieso nichts geschafft und bis ins nächste Game. So, jetzt sind wir im nächsten Game, nachdem das erste ja relativ erfolglos war. Aber ich muss sagen, das ist halt öfters mit dem Ding. Da muss man sich drauf einstellen. Aber man hat natürlich auch die Battles, wo man, wo ein Battleship hinter einem Stein vor oder hinter einem Berg hervorkommt und ist einfach instant platzt. Und zwar full life. Habe ich auch schon geschafft, habe ich leider jetzt halt nicht auf Video. Ja, jetzt sind wir auf einer meiner Meinung nach besseren Map. Fault Line. Und ja, was ich persönlich mir mit dem Ding unbedingt angewöhnen muss, ist halt auf jeden Fall nicht reinzufahren. Das weiß ich, weil ich bin halt, wenn ich so viel Torpedos sehe, bin ich eigentlich so geil, Zerstörer. Aber es ist halt kein Zerstörer. Und ich fahre halt, ich habe auch generell gerne einen recht aggressiven Fahrstil. Das fördert das natürlich nicht. Und wenn man natürlich keine Smokes hat zum Abhauen, ist es halt echt ein bisschen riskant. Was übrigens ganz cool ist, dadurch, dass es halt ein Kreuzer ist und kein Zerstörer, hat er halt wenigstens etwas Reichweite, was die Geschütze angeht. Und ich werde jetzt versuchen, mich erstmal ein bisschen hinten zu halten. Und dann bei C mal gucken, was dann ankommt, wobei bis ich da bin. Ja. Sind die schon wahrscheinlich durch, aber egal. Was ich gerne sonst mache, ist einfach bei C reinfahren und einfach die ganze, das funktioniert nämlich mit dem Ding echt, also die ganze Breitseite voll mit Torpedos machen. Weil irgendwas trifft 100 pro. Ja, schade, dass meine Flak nicht zu mir bekommen hat. Das ist übrigens auch beim Decappen so ein Ding, oder die Shima-Gase, die sind beim Captain perfekt. Wenn ihr nah genug rankommt oder halt früh genug eure Torpedos abschießt,
So dass die halt noch ankommen, bevor du durchgekippt bist, meine ich. Dann könnt ihr halt perfekten Cap decappen. Also es funktioniert super. Weil man kann einfach alles so zuspammen. Oh, 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 oh. Oh, 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 weiter geht's. Nein, ich wurde nicht angerufen, das ist ein Wecker. Ich habe den nicht ausgeschaltet. Das ist natürlich jetzt peinlich. Eigentlich nicht, weil mir das Wayne ist. Ich meine, es ist immerhin nur ein Wecker. Ja, da haben wir einen Destroyer schon in der Mitte, gehe ich davon aus. Er wird uns da jetzt wegcappen. Aber wir haben ja schon C und A, sieht auch nicht so schlecht aus. Ich will eigentlich nicht schießen, weil die Cleveland zerballert mich so schnell. Wäre auf jeden Fall nicht von Vorteil, mich da jetzt in Kämpfe zu verwickeln. Aber ich weiß auch noch nicht. Mal schauen, wo wir jetzt hier irgendwie die Möglichkeit bekommen, irgendwas abzumachen, ne? Aber wir haben hier schon eine Minenkase und eine Mogami. Oh, scheiße. Ey, wenn die Cleveland jetzt die Fusio spottet und dann scheiße schießt, kriegt die Schüsse ab. Finde ich ungeil. Weichen wir mal ein bisschen aus. Ja. Scheiße schießen, schon mal richtig. Aber egal. Warte mal, was ist denn die Prognose? Ne, ich wollte eigentlich die Prognose von der Clifton, sonst hätte ich da immer mal. Wobei, ne, weil wäre mir die Aboa wahrscheinlich noch reingefahren. Ja, es heißt Aboa, nicht Aoba, ja. Das ist die Aboa. Aboa Constrictor. Ich merke schon, ich war schon wieder aggressiv. Ich weiß. Aber ich würde halt echt gern als irgendwie. Hier komme ich halt echt ganz angenehm nah ran an die Gegner durch die ganzen Absicherungen, durch die Berge hier. Aber die Frage ist, ob ich da noch was abtreffen kann. Ne? Weil natürlich ist immer noch einiges an Entfernung dran. Und desto höher die Entfernung, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass ich treffe. Das ist leider so. Muss ich mal sehen. Also das Ding da hinten, die Kongo, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Das ist übrigens halt echt geil, ist zum Beispiel im Gegensatz zu der Shimakaze. Die Shimakaze hat zwar auch 20 Torpedos, aber nicht pro Seite, sondern nur auf einer Seite halt. Und das Ding hat halt echt 20 pro Seite. Oh, ich würde jetzt schon sagen, ich bin schon viel zu aggressiv. Ich will ja ein bisschen aufpassen. Ah, das sieht echt übel aus. Naja, mal schauen, was wir so finden. Hm. Ah, fuck it. Abbremsen, abbremsen. Wobei, eigentlich könnte ich der. Komm, einfach, ich meine, ich habe noch keine Torpedos abgeschossen. Das Ding hat mich da jetzt hoffentlich sowieso nicht gespottet. Ich weiß, es ist scheiße, auf eine frontal auf jemanden so Torpedos abzuknallen, aber ich mach's jetzt einfach trotzdem. Ja, und da seht ihr, der Spam goes on. Yes, es dreht ihr Geschütze. Ich bin auf. Strong. Ach, die Mobilität. Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß echt nicht, was ich von dem Ding halten soll. Ich find's an sich ganz cool, aber so momentan als, ja, als Kreuzer finde ich das Ding eigentlich nur scheiße. Ich weiß nicht, wie ich. Ah, nice. Ja, eingetroffen ist zwar nicht so viel, wenn man überlegt, dass ich einfach mal 10 Millionen losgeschossen habe. Aber im Endeffekt ist es einiges. Nein, ich meine, es war halt echt nicht viel. Ich würde den fast gern von der anderen Seite jetzt mal von der Breitseite bekommen, aber ich habe halt die Seite losgelassen. Das ist die andere halt noch. Ja, ich weiß nicht, weil, wie gesagt, wenn ich Torpedos stark benutze, dann gehe ich meistens irgendwie halt. Oder. Ja, dann brauche ich halt irgendwie eine gewisse Mobilität, die mir das Schiff hier nicht liefert. Weil eigentlich müsste ich jetzt. Wie soll ich denn jetzt rausfahren? Eigentlich wollte ich da jetzt lang, aber. Ich muss halt an links vorbei an dem Schiff. Oh nein. Super.
Auf dem werde ich jetzt ganz bestimmt keine Torpedos losfeuern. Ich bin ja nicht blöd. Ja, toll. Jetzt hat der, ey, jetzt hat der Ernsthaft so viel schon kassiert. Und ich treffe einfach nicht. Ist doch ein Witz. Oh, was? Ja, das bringt jetzt halt nichts. Die sind noch nicht scharf. Ja. Von einem Destroyer per Kanonen geplättet. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist meiner Meinung nach ein scheiß Schiff. Also man kann gute Runden damit haben, aber ich hatte persönlich auch in den normalen Matches nicht ganz so viele. Und man hat sie eigentlich nur, wenn man wie eine Bitch in der letzten Ecke campt und dann das Glück hat, dass man gerade seine Torpedos ausgerichtet hat zum Gegner. Weil ansonsten, wie ihr seht, es ist total weak. Es hält überhaupt nichts aus. Ich wurde gerade von einem fucking Destroyer zerhauen, der sogar Tier 7 nur war. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass der Destroyer irgendwie schlecht sei. Aber die Destroyer haben ja normalerweise, wobei denn Amis, weiß ich gar nicht. Aber die Bewaffnung ist meistens auch nicht so gut, sondern na, das ist halt, eigentlich ist ein Destroyer genau das, was ich gerade gefahren bin. Weniger auf Geschütze, sondern, ja, Torpedos. Und das ist das Ding hier leider, oder das ist das Ding, nur leider, ja, reichen da manchmal auch 10 Kilometer nicht aus, weil man einfach, ja, die, ich meine, jetzt kommt halt drauf an, hat der Typ den Scout draußen oder was hat der geskillt? Wenn er gut geskillt hat, dann zieht er die Torpedos so früh, dass er ohne Probleme ausweichen kann. Oder falls da irgendwie, noch jemand davor ist, der dann irgendwie einen Destroyer zum Beispiel dazwischen fährt oder so und die dann dadurch spottet, dann wird man das Battleship dahinter auf keinen Fall mehr treffen. Und ja, schade, eigentlich wollte ich euch jetzt was zeigen von dem Ding, oder ihr habt's euch ja, aber ich wollte eigentlich ein bisschen Torpedo-Action, aber wie gesagt, es ist sehr schwierig, finde ich, da was zu zeigen, weil es einfach, es ist für mich ein Destroyer, der kein Destroyer ist, also keine Ahnung, ich weiß nicht. Werde ich mir auf jeden Fall nicht kaufen, wenn ich das Gold habe, werde ich mir das Ding nicht kaufen. Weil für mich lohnt es sich, macht das Ding nicht viel Spaß, weil ich halt nichts damit schaffe. Oder nicht viel. Ich hatte schon Runden, wo ich mal eben ein ganzes fucking Battleship weggehauen habe, weil das halt um die Ecke kam und ich halt schon darauf gewartet habe quasi. Aber es ist halt nicht so meine Spielweise, sich hinter einem Stein zu verkämpfen, warten, bis es so aussieht und dann feststellen, ja, eigentlich kann ich jetzt auch nichts mehr machen, weil wir sowieso verloren haben. Ja, und der Destroyer hat da echt eine gute Runde. Ja, ich meine, verloren ist es sowieso. Das ist halt, das ist wieder so ein typisch Fail. Wir haben hier wie viel Battleships? 5? Jo. 5 Battleships gegen 3? Nichtmals. Die eine ist 21 Kilometer weit weg. Und ja, C wird nicht, ja, A wird nicht gekappt. Das ist halt wieder wahrscheinlich Strunk, 2 Platoons. With no idea. Aber naja, wie gesagt, ich habe es euch gezeigt, das ist meine Meinung dazu, könnt mich Noob schimpfen oder sonst was, ich finde das Ding ziemlich grottig, es kann wie gesagt gut sein, aber man muss sehr viel Geduld haben und sehr passiv spielen können, weil sobald man offen ist oder in einer blöden Situation ist, wie gesagt, ist man tot. Ich bin persönlich absolut kein Spieler, der passiv steht, passiv spielt oder sich in irgendeine Ecke campt, deswegen ist das Schiff eigentlich weniger was für mich. Man kann es spielen, wenn man im Platoon ist, mit zwei Battleships eventuell, die dann eine Seite durchdrücken, wobei selbst das auch nicht so einfach ist. Und dann irgendwie, aber Fakt ist, Ding ist lahm im Anfahren, gerade auch was rückwärts angeht. Nichts wirklich, was Drehen angeht, also Drehen ist halt echt nicht fix im Gegensatz zum Destroyer und hat halt kein... kein Smog. Das heißt, kann in einer schweren oder in einer schlimmen Situation überhaupt nicht escapen. Ja. Ich bin ehrlich gesagt nicht überrascht, dass ich nicht mal so schlecht bin. Aber hier sehen wir die tollen Battleships, die da auf einer Seite nicht durchgedrückt haben. Ja, ein Torpedo hat er wenigstens getroffen. Das waren immerhin 11.000 Schaden. Jetzt überlegt euch, dass wir in 20 treffen würden. Habe ich noch nie geschafft. Ich glaube, das Maximum war 96.000 mit dem Ding oder sowas.
Aber wie gesagt, die Runden, oder das war eine Runde und normalerweise schaffe ich so eine Runde mit vielleicht maximal. Ich habe keinen Durchschnitt. Ich habe immer wieder diese Runde, wo ich überhaupt nichts bekomme. Oder halt so eine Runde, wo ich ganz wenig bekomme. Oder eine Runde, wo ich ganz gut was bekomme. Ich weiß es nicht. Ich kann das schlecht einschätzen. Aber ich habe halt, ich hatte auf jeden Fall schon Runden, wo ich wesentlich mehr Schaden hatte. Aber das müssen dann die Umstände schon ziemlich dafür sprechen. Ansonsten muss man das Ding vielleicht anders spielen, als ich es tue. Das kann natürlich auch sein. Aber so, wie ich gerade denke, dass man das Ding fahren soll, werde ich es nicht machen. Oder ja, werde ich es nicht machen, weil mir der Spielstil überhaupt nicht gefällt. Nicht mein Ding ist. Und ja, dann lasse ich das Ding am besten. Soweit so gut. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem einen halbwegs angenehmen Einblick in die Kitakami. Und in die Kitakami der Nicht-Destroyer. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal und tüdelü.